Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Supraland. Es geht weiter und zwar müssen wir mal gegen Leute mit einem Schildgenerator kämpfen. Ja gut. Hier haben wir sehr viele Gräber, die wir später mal kaputt machen dürfen. Ah ja. Lebendige Steine. Die wir später mal kaputt machen dürfen. Leider bringt das uns jetzt noch gar nichts tatsächlich. Aber da hinten geht es wahrscheinlich auch noch lang, wa? Ja, ja, da ist auch noch was. Da komme ich aktuell noch nicht hin. Tja, die kann ich auch nicht kaputt machen. Schade. Schade, schade. Okay, dann gehen wir trotzdem weiter. Ich würde nämlich eigentlich... War ich da oben schon? Ja, da oben war ich schon. Hier will ich hin. Nochmal. Und jetzt die anderen Secrets holen, weil irgendwo waren noch Münzen da. Ich weiß gar nicht mehr genau, auf welchem Baum. Irgendeinem Baum waren die Münzen noch drauf. Da müssen wir auch irgendwie hinkommen. Auch da oben müssen wir hinkommen. Wir brauchen trotzdem noch eine Superkugel, glaube ich. Na, ich glaube, hier brauchen wir eine. Nee, hier schießen wir eine. Okay. Dieser Bombenschaden ist so geil. Aber wie kann ich das aktivieren? Ah. Danke. Bin doch trotzdem nicht viel weiter, wa? Was soll ich die Münzen haben? Wo waren die denn? Da oben, hä? Hey, wie bin ich denn hierher gekommen? Da hoch würde ich auch ganz gerne kommen. Ja, was kann ich denn hiermit machen? Wie gar nichts, wa? Nein, ich rutsche. Kacke. Okay. Aber ein lila Jumppad. Ne, ist ein lila Würfel. Das war kein Jumppad. Okay, wie komme ich denn trotzdem darüber? Alter, was sieht das denn bitte aus? Wie Lava. Oh, da komme ich erstmal wieder nicht hin. Der Baum sieht merkwürdig aus. Aber er ist nicht metallisch. Das sieht echt crazy aus. Wie Lava oder so. Na gut, jetzt können wir tatsächlich das Jumppad nutzen, um zurückzukommen. Hier, das ist tatsächlich die Stadt gewesen, ja? Ist ja Wahnsinn. Sehr nice. Okay. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch das Genügende um diese 80. Was ist das hier? Aha. Ah ja. Was Metallisches drin. Aber wir wollen zu der Tür mit der 80 gehen. Das kann ich immer noch nicht. Das nervt mich total. Dann waren wir schon drin. Wo haben wir das Türchen? Da haben wir es. Stammschaden plus 33%. Ach, das ist der Schaden. 88 Schaden, 350. Oha. 350 Zentimeter. Das heißt, wir können damit jetzt wahrscheinlich das Ding kaputt machen da hinten. Das geht nicht. Eine Spitzhacke.
Ihr könnt hier eine Spitzhacke gebrauchen. Hallo, Spitzhacke? Brauche ich mal eine Spitzhacke? Jetzt muss ich aber eine Spitzhacke. Keiner, oder? Also außer zu dem Felsen hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich das hinbringen könnte. Haben wir gemacht. Was haben wir hier noch? Das kann ich ja höchstens auch irgendjemandem geben oder hinstellen oder so, ne? Mehr ist ja damit nicht möglich. Selbst ackern damit kann ich ja nicht. Hier ist noch eins übrig gewesen. Tja, eine gute Frage. Ja, okay, ich habe es erstmal hingelegt. Vielleicht werden wir uns das merken. Ich gehe nochmal hier unten rein. Es kann sein, dass ich hier unten vielleicht noch was vergessen habe. Jetzt mit dem, mit den neuen Skills, dass wir vielleicht was Neues haben, weißt du? Ja. Dass wir vielleicht doch das Barrel irgendwo sehen. Hier ist doch wieder was. Hätte man gleich auch mal am Anfang kaputt machen können. Ausstandsbare Dinge. Dieses eine Barrel haben. Vielleicht doch. Das ist ja noch ein Secret ist. Schwertkrit-Jump plus 5%, aber leider nicht das Barrel, was ich gehofft habe. Schade. Aber immerhin ein Secret, ist okay. Vielleicht gibt es noch eins. Ja, gibt noch natürlich gar kein Secret mehr hier. Jim? Wo sind wir denn hier? Leider geht's hier nicht weiter. Schade. Auf jeden Fall wie antik, wa? So antike Glyphen sind da dran. Kann ich damit jetzt leider jetzt noch nichts mit anfangen. Schade. Aber ist aber auf jeden Fall ein riesiges Areal, wo es hier super viele Secrets gibt. Die kann ich zum Beispiel nicht kaputt machen, um sie zu färben. Es waren also ganz besondere Kristalle gewesen, die man nutzen konnte, um zu färben. Hallöchen. Was war das? Ich hab gerade ein Ding gemacht, so geglänzt. Über mir ist noch was. Ja, was war das? Ach, geht's auch noch lang. Ja, was habe ich denn alles verpasst? Ist ja irre. Und das fehlt halt auch noch. Okay, zwei Secret Areas entdeckt. Wir sind jetzt bei 87. Da musste ich dahinter. Jo, das kann ich nicht mehr aktivieren. Dann kommt nämlich sonst das Feuer wieder. Aber die kann man tatsächlich nicht kaputt machen. Ist nicht möglich. Okay, cool. Also hier war auf jeden Fall noch eine ganze Menge im Brunnen drin, muss man sagen. Ja, musste ich nicht aber einen Schlüssel oder so holen? Da war doch eine Secret-Kiste gewesen. Ja, wie ging es denn weiter? Oder ist das tatsächlich noch ein Secret? Ich dachte, ich konnte da irgendwie außen lang laufen, aber tatsächlich nicht, wa? Ich bin auch lang gekommen, bin ich der Meinung. Ach, guck mal, das ist. Das ist das gewesen, wo ich von die. Ich sag ja, da wo ich von runtergefallen bin. Und noch weiter runter zu den Gegnern. Das war das am Anfang mit dem Blauen gewesen. Ich weiß gar nicht, was sollten wir hier eigentlich finden? Ich weiß schon ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich glaube tatsächlich, wir können nicht mehr machen, nichts mehr machen. Außer das eine noch mit der antiken Runen. Was später auf jeden Fall noch kommen wird. Und jetzt fehlt mir leider immer noch das Barrel. Das ist sehr schade. Ich hätte gehofft, dass ich es jetzt finde.
Aber ich bin doch hier nicht rausgekommen, oder? Bin ich nicht woanders wieder rausgekommen? Man kann ja tatsächlich runterfallen. Ist ja lustig. Oder runter, ja. Sich fallen lassen. Können wir mal unsere ganzen Dinge begutachten. 3 Stück haben wir schon von 1, 2, 3, 4, 12 Stück. Hallo? Da ist doch was unter meinem Dach, oder? Hat sich da jemand reingeschlichen? Oder wer redet hier? Da ist ein, auf jeden Fall, ja. Dann nochmal. Ja, man kann sich ja im Sprung nicht ducken. Ich bin der Meinung, dass ich da reinspringen könnte. Ich bin auch der Meinung, dass ich mit einer Spitzhacke das Ding kaputt machen müsste. Aber leider bin ich zu schwach dafür. Oder muss ich in den Schornstein da hinten rein? Lass das mal hier rüber. Und dann hier rüber. Nein. Da oben ist noch was. Seht ihr das? Ich komme da gar nicht so einfach hin, ne? Was ist das? Wie komme ich? Ah, da war ich. War ich da schon? Ich war da noch nicht, ne? Ich muss noch höher. Ich weiß doch gar nicht, was hier drin sein soll. Ich hätte erst gedacht, hier würde es weitergehen. Aber, also so hauptstorymäßig weitergehen, aber hier geht es tatsächlich gar nicht weiter. Das habe ich am Anfang angeschossen, da bin ich mir sicher. Ich suche trotzdem noch dieses eine Barrel. Das stört mich. Was soll vermutlich ja nicht in dem Dorf hier sein, oder? Und hier muss ich auch noch meinen Laser irgendwie verbessern. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Hab ich da einen, das ist der Typ. Ja, ja, entspann dich. Relax mal ein bisschen. Da kommen wir leider trotzdem nicht weiter. Schade. Okay. Haben wir sonst irgendwas, was wir noch nicht gemacht haben? Ich glaube nicht, weil. Ansonsten, wir sind hier ziemlich gut. Ziemlich gut vorangekommen. Glaube ich zumindest. Ah, okay, ja. Vermutlich können wir es auch anders schaffen, aber. Wobei, ist das metallisch? Ne, ist nicht metallisch. Wir müssen stampfen. Wir nutzen das und werden. Ich glaube, der stampft recht flott, wenn ich drücke. Es ist kaum Delay. Dann können wir uns nämlich die Kiste auch noch holen. Kacke! Immer zu früh. War ich da schon? Ja, ne? Ich war da schon. Stimmt. Trotzdem fehlt mir ein Barrel und ich weiß aber noch nicht, wo es liegt. Aber solange ich natürlich nicht alle Häuser
im Dorf aufgemacht habe, kann ich mir auch nicht sicher sein. Danke sehr. Stampfradius plus 50 cm. 4 Meter Stampfradius. Ist ja abartig. So, ich habe eine schöne Aussicht auf jeden Fall. Und zu schauen, ob es hier vielleicht doch noch irgendwas gibt. Auf jeden Fall, da hinten sind Münzen. Vielleicht kann ich die auch mal abschießen. Aber es ist ein guter Indiz, dass ich da irgendwann nochmal hin muss. Lass mal also mal die Münzen da. Es gab doch gerade in einem Bereich noch was zum Stampfen, glaube ich. War das der oder... Oh, da ist auch noch das Ding zu. Das ist auch noch zu. Das andere noch zu. Na gut, lass uns doch hinten lang laufen. Ups. Ich will noch einen Kuh nutzen. An der Spitzhacke nach oben. Ah ja. Auch der Schaft der Spitzhacke ist magnetisch. Muss ich einen Triple Jump nutzen? Schlecht. Na gut, da muss er doch hier hoch. Das ist einfacher. Weiß gar nicht, wo es hier lang ging. Komme ich auf jeden Fall auch wieder hoch, wenn ich Bock habe. Ich hier auch wieder hoch, wenn ich Bock habe. Nee, ne? Aber ich glaube, hier wollte ich tatsächlich hin. Das sind doch die. Hier fehlt zum Beispiel auch die eine Miesmuschel. Die magische Miesmuschel. Lass uns einfach mal hier machen. Hier gibt es nämlich ganz viele Gräber. Denke ich. Hier war doch die selbstschießende Armbrust, oder? Ausrastet, wenn ich hier näher hinkomme. Oder am Rage das Ding. Aber ich höre mehr als nur mich, ne? Naja. Ich hab da schon noch ein paar andere Füße gehört. Aber hier ging es trotzdem nicht weiter, bin ich der Meinung. Ballern uns hier einfach mal durch. Oh Gott, erschreck mich nicht so. Gott, wenn ich immer dieses Gesicht bekomme, er ist ja gruselig. Jetzt mal springt mir da so ein Gesicht ins Gesicht. Na, ich glaube, hier ging es einfach nicht weiter. Sind die? Ne, sind ja elektrisch. Metallisch. Na gut. Hier war sonst nichts gewesen. Verdammt nochmal. Da ist eine Kiste! Mann! Hätte ich das früher gesehen. Ich hatte einen Jump zu wenig, weil ich vorher einfach so beim Laufen gejumpt bin. Da ist eine Kiste, Leute. Eine Kiste. Wusste ich, dass das nicht alles war. Habe ich letztens gesagt. Vergiss es, dass das alles war. Wäre etwas zu offensichtlich gewesen, dass das nicht alles war. So, Secret Area. Max und der Plus. 5, immerhin. Nehme ich mit. Da geht's auch noch weiter. What the fuck? Habe ich das noch nicht gesehen? Aha. Seh nix. Noch ein Secret Area. Force Cube Telefrag. Next Level Combat. Spawn a Cube in deinen Gegner, um sich fertig in deinen Gegnern. Ah ja. Telefrag habe ich erhalten als Achievement. Okay, das verstehe ich noch nicht, aber lass uns mal. Werden wir gleich mal hier probieren. Mhm. Ja, gefährlich. Ich glaub, ziemlich gefährlich. So, da oben kommt Schmutz von der Decke, aber ich glaube, das war dann hier alles gewesen. Wisst ihr? Wo ist Deck? Immer auf dich raufsteigen. Aber deaktivieren kann man es scheinbar nicht.
Aber sehr verdächtig, dass ich hochklettern kann. Aber hier ist sonst nichts. Nö, nö. Gut, sehr schön. Dann lass mich noch deine magische Miesmuschel hier suchen. Nämlich auch noch die letzte. In dieser Richtung, alles klar. Sollte nicht das Problem sein. Es wird wahrscheinlich die Hütte sein, wo ich jetzt stampfen kann. Was ist hier? Dass es ein MacGuffin ist. Aber hier ist nichts. In dieser Richtung. Also hier in dem Ding drin oder was? Wirklich ist es. Wird der Gegner gespawnt? Okay, hier muss ich aber irgendwie rein. Wie komme ich hier rein? Give me a hint. Von oben stampfen, aber stampfen kann ich ja auch nicht. Aber hier wird die drin sein, denke ich mal. Wie komme ich da rein? Kann ich... Nee, kann ich nicht. Spannend. Das ist ein sehr solides... solides Gebäude. Sehr verdächtig aus. Bam, cooler Blaster. Oder hier? Irgendwie was wegmachen? Weißt du, dass hier vielleicht ein Loch irgendwo ist? Von unten reinkommen? Ja, von unten wäre da irgendwie die einzige Möglichkeit reinzukommen, ne? Mehr Möglichkeiten gäbe es dann ja nicht. Und hier war das mit dem Kochen gewesen. Der Loot ist weg. Ja, sag mal, wie ich da reinkomme, du hässlicher Gegner. Und hier kam ich ja auch nicht weiter. Wobei wir das mit dem... mit dem wir jetzt hinkriegen würden, oder? Aber ich kann es von jetzt tatsächlich nicht machen. Von hier kann ich nicht drücken. Wir haben richtig viel Zeit dafür. Tja. Nee. Sehr interessant. Aber das könnte es tatsächlich sein, oder? Dass wir hier... versuchen, den Cube dafür zu nutzen, dass es nicht wieder zugeht. Ist aber auch brilliant. Also ich bin einfach ein Gott, muss man sagen. Was ich für ein nicer Dude bin. Diese Kisten gehen mir auf die Eier. Und zwei Kisten bin ich davon jetzt gesehen.
Ich sehe auch leider wieder, dass unsere Zeit rum ist, Leute. Stört mich schon wieder. Na komm hier. Uns hier rüber, dann darüber jumpen wahrscheinlich. Easy. Zwei Münzen. Was? Ah, okay, eine Kiste ist auf jeden Fall da. Vielleicht ein neuer Skill. Heiliges Schwert. Du kannst jetzt Holzgräber zerstören und verhindern, dass Gegner von diesen nochmal auferstehen. Aha. Trotzdem ein Holzschwert. Ist doch kacke. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich jetzt die anderen Gräber kaputt machen kann, aber wollen sie das noch nicht? Das heißt, ich brauche jetzt nicht nur den Blaster. Also, ich kann jetzt nicht nur mit dem Blaster, sondern mit einem anderen Ding auch noch aufmachen. Ja, gut. Das ist trotzdem die magische Miesmuschel noch nicht gewesen. Wobei von. Ne, es müsste da hinten sein. Das müsste schon hier sein, oder? Oder ist es doch hier drin? Ah, das kann ich jetzt nicht. Ich kann jetzt tatsächlich nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass ich die Miesmuscheln abgesucht habe. Also, nach Miesmuscheln. Muscheln, magischen. Ist mir egal, wie die heißen. Gar nichts. Das könnte schon in der Richtung hier sein. Aber hier ist nichts. Abgesucht, nicht da gewesen. Zwei Münzen aber darum noch bekommen. Wow. War richtig wertvoll. Na gut, Leute. Ich würde sagen, dann ein kleines kurzes Päuschen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. In einer neuen Folge von Supraland. Bis dahin, Leute. Ciao.